Haben wir aber gerade nicht zur Hand. Pollution 3,6 geht, geht. Andersrum, so. Jetzt sollten wir noch Kohle haben, damit das Plastik durchgehend gemacht wird und wir durchgehend die roten Chips bekommen. Gut, gut. Was habe ich noch alles gerade gleichzeitig gemacht? Leichtöl sieht nicht gut aus, Schweröl auch nicht, Petroleumgas ist okay, Öl kommt nicht hinterher. Wir bräuchten neue Pumpjacks und oder bessere Pumpjacks. Erstmal löse ich es durchs Meer, aber bald haben wir nicht mehr, Passt du da noch hin? Nee, ne? Ich glaube, wir sind zu nah beieinander. Wobei, der hier bringt nur noch 0,1. Mach mal einfach den weg und setz den mal da drauf, weil der bringt 0,7. So, Strom hast du keinen. Da. Genau, 0,7 bei 3,6 Pollution. Und der zweite, den wir gebaut haben, poppen wir mal da dran. Rohr, Rohr, Rohr. Dann kommt, na komm schon, Untergrundrohr dahin, Untergrundrohr da raus und babdibab. Reicht schon so, ne? Ist auch kein Strom. Da. Pollution Module. So, 2,1. Das sollte das Ganze jetzt ein bisschen anheizen. Jupp. Okay. Bau. Pollution Module habe ich noch nicht automatisiert. Und die Fabriken bauen wollte ich ja eigentlich auch, aber die Roboter sind, ne, immer noch alle ausgelastet. Das heißt, hier hätte ich jetzt gerne ein Stack MK2 Pollution Module. Da. Dafür kriegst du, ja, die da waren besser. So. Ärmchen rein, Ärmchen raus. Kiste beschränken auf ein Stack. Die hier sind alle beschränkt. Jupp. Du brauchst Eisenstahl, grüne Chips und den Vorgänger. Ich glaube, ich kann einfach das so kopieren und das ändern, ne? Eisenstahl, grüne Chips, jupp. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Pollution MK2. Was? Nein, nein, nein. Pollution MK1. Und davon auch nur 5 Stück oder so. Jo, sehr gut. Das heißt, wenn ich die Tage hier wiederkomme, habe ich hier ganz viele Pollution MK2 Module und kann dann alles nach und nach ersetzen. Strom? Strom ist schon in einem akzeptableren Bereich. Noch nicht wirklich toll, aber ne, okay. Oh, der Dreierdrill. So, dann zeig mal, was du kannst. Ich hätte gerne die hier alle abgesetzt, weil die alle teilweise komische Pollution-Module drin haben und teilweise noch Fuel-Blocks brauchen und. Deswegen mache ich das jetzt so. Weg, 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 weg. Schön übersichtlich. Ich bapp den jetzt so hin, dass er das Feld hier so wegbaut. Ich werde auch hier wieder schnelle brauchen. Bin ich mir relativ sicher. Du tust das bitte in eine Kiste. Und aus der Kiste wird es rausgelegt, sodass beide Seiten genau, dass beide Seiten von dem Fließband befüllt werden. Und dann kommen hier jetzt die Schmelzöfen hin, genau wie da unten auch. Ich bräuchte jetzt halt nur genug Schmelzöfen. Fangen wir mal hier. Oh. Problem. Stopp, 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 stopp. Das müssen wir alles hier ein bisschen umändern. Gib mir erstmal die ganzen schnellen Fließbänder bitte. Momentan wird Eisenerz einsortiert. Ich löse das Problem einfach mit ganz vielen roten Kisten. Das heißt, wir nehmen Schmelzofen. Schmelzofen, Schmelzofen, Schmelzofen. Rauslegen, 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 rauslegen. Kiste, 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 Kiste. Verbraucht jetzt ein bisschen Stahl, gebe ich zu. ja, das kann ich jetzt beschleunigen. Zack, zack, zack. Und Laser Turrets 2, sehr gut. Kurz verschnaufen für die Forschungseinrichtungen.
jetzt da alles rein. Es sieht auf jeden Fall schon mal wesentlich ordentlicher aus als vorher. Zack, zack, zack. Rein, rein, rein. Raus, raus, raus. Ich brauche noch eine Kiste, dafür brauche ich Stahl. So, das heißt, das hier sack ich mal alles ein. Guck, wie es hier unten ausschaut. Kupfer wurde hier weggefangen. Das heißt, ab hier kann ich das eigentlich wegmachen. Und ich fange gerade X-Roboter ein, weil die den Flugbahn kreuzen. Weg, 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 weg. Einsacken, einsacken. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Ich habe jetzt ganz viel Rahmenschirm im Inventar. So. Du. Was mit dir? Oh, das Ding ist nicht schnell genug. Ernsthaft, das Ding ist nicht schnell genug. Ich brauche mehr davon. Da ist viel Stahl. Warte mal, ich kann jetzt mal hier das... Ah, die sind zu langsam im Rauslegen. Okay, das ist was ganz anderes. Ja, haben wir schon die ganz schnellen Ärmchen? Nee. Könnten wir mal bald erforschen. Staut sich das jetzt? Nein. Okay. Kann ich mitarbeiten, das ist kein Problem. Ich habe große Kisten inzwischen. Large Iron Chest, ja, haben wir. Zack, zack, zack. Dann mach mal eine Large Iron Chest. Da, tu das da alles rein. Es geht nicht auf. Oder? Ja, das liegt aus Falsche. Ja. Okay, ist jetzt nicht mehr ganz so schön, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber das ist kein Problem. Das machen wir so, so, so. Da ist ein Fehler. Splitter? Fragezeichen. Also erstmal, geh runter, geh runter, geh runter. Erstmal setzen wir das hier so, dass alles schnell ist. Braucht ihr schnellere Ärmchen? Nö. Nö, es ist alles soweit okay. Was wir jetzt brauchen... Wird immer mehr, wird immer mehr, wird immer mehr. Was wir brauchen, sind mehr davon. Am besten sogar noch höherstufige davon. Das heißt, ich guck mal ganz kurz hier. 200. Energy Consumption 252. Wie viel hast du ohne Module? Das ist gar nicht so viel mehr. Das sind 50% mehr. Dafür... Ja, dafür auch 50% mehr Crafting Speed. Aber eventuell auch ein Slot mehr. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Das Problem ist halt nur die 200 blauen Tränke. Die Tränke werden nämlich gerade schön verteilt. Wir sind gerade mal bei 3. Naja. Es ist schwierig, gerade einen Durchschnitt zu. Ja, durchschnittlich so 4, 5 mal 10 sind 50. Und wir brauchten 200 noch was dafür, ne? Ja, 200. Ne, müssen wir kurz warten, bis sich das erholt. Dann erforschen wir das. Können wir in der Zwischenzeit noch ein paar Schmelzöfen bauen? Das ist sehr gut. Dann dürfte jetzt Eisen langsam steigen. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Eisen ist wieder in den Top-2er-Reihen. Wir haben 600 lila Tränke, die darauf warten, verbraucht zu werden. Das ist auch schön. Aber kurz, wichtige Rohstoffe. Also, Kupferplatten sind da. Eisen, Quatsch, Kupferdraht ist ordentlich da. Ist okay. Eisen holt auf. Stahl sehe ich leider nicht. Wir müssten also jetzt noch eine neue... Versorgst du mich gerade? Okay. Das sollten wir vielleicht auch mal machen. Mediale. Genau, also wir bräuchten noch mehr Stahlschmelzen. Ich gucke mir die Schmelzen da unten mal an. Die hier nicht, aber die hier. Die haben 2er. Habe ich das vor kurzem schon überprüft? Nee, anscheinend nicht. Ja,
Hier brauchen wir noch mehr Zweier-Module. Ich gehe mal die Zweier-Pollution-Module und die Zweier-Dingens-Module abholen. Wie viele haben wir da schon? 7. Oh, ist ein Anfang. Und da sind 35. Das klingt doch schon besser. Einer raus. Zweier-Stromsparer rein. Einer raus. Zweier-Stromsparer rein. So. Schon besser. Sollte noch ein wenig mehr helfen. Ja, wir schwanken jetzt schon zwischen 50% und 70%. Wenn man denkt, dass wir vor ein paar Folgen noch zwischen 90% und 100% Auslastung geschwankt haben, ist das ein guter Fortschritt, würde ich sagen. Ich bin ein wenig zögerlich, was das Aufbauen einer zweiten sechsten Stahlschmelze angeht. Weil wir ja zwischendurch Eisenprobleme hatten und vielleicht deswegen nicht genug Stahl hergestellt wurde. Aber ich sehe nicht wirklich, dass sich das erholt. Was sagt Skynet eigentlich? Skynet sagt, wir haben jetzt plötzlich wieder 350 Roboter, wo wir eben 361 hatten. Aber alle sind ausgelastet. Also darf Skynet ruhig weiterarbeiten. Oh Mist, das wird immer noch nicht einsortiert, richtig? Richtig. Skynet, hör auf zu arbeiten. Immer wieder das Gleiche. Wo sind die Roboter? Da sind die Roboter. Frei. Die andere Kiste hatten wir definitiv abgerissen, ne? Ja, okay. Wie sieht's jetzt aus mit Robotern? 424 und alle haben zu tun. Ja. Okay. Blaue Tränke staunen sich. Na doch, was hier? Nein, nicht wirklich. Aber es schaut gut. Schaut ansatzweise okay aus. Wir sind jetzt vielleicht bei 70 oder so. Dauert noch ein bisschen. Ich baue also hier einfach weiter. Erstmal keine Stahlschmelze, sondern hier die Dinge. Kiste, Kiste. Ärmchen, Ärmchen. Ärmchen. Gib mir mehr Ärmchen. Und die Module. Zack, zack. So. Könnte ich jetzt also auch mit Fließbändern lösen, dann müsste ich nicht so viele rote Kisten bauen. Aber das ist nämlich so ein Kuddelmuddel. Nö, ist okay so. Ist okay so. Wird es jetzt weniger? Nö. Das eine Ding stänkert immer noch gegen an. Pollution 36,6. Wow, okay. Pollution 8,8. Das ist doch schon angenehmer. Okay, ich dachte, wir wären jetzt kurzfristig einfach mal über die ganze Karte gegangen, weil ich das jetzt so hoch gehabt werden lassen. Das waren jetzt 2 Folgen, oder? 1,5 Folgen, wo das Ding durchgehend lief mit 36 Pollution. Ja, okay. Du. Bau noch mal mehr davon. Und immer noch nicht genug Roboter. T. Roboter brauchte 300 hellblaue Tränke. Vielleicht mache ich das doch zuerst und erst dann das da. Wobei, das ist schön schnell fertig. Eisen wird schnell mehr. Wir sind schon bei 1100 Eisen. Ich sehe allerdings immer noch keinen Stahl. Grummelgrumpf. Na gut, dann baue ich halt doch die eine Stahlschmelze hin. Du da, Shift rechts, Shift links. Die Stahldinger hatten wir gar nicht beschränkt, oder? Doch. Sollten auch beschränkt werden. So. Dann bau doch bitte. Wo ist die Schmelze? Da ist die Schmelze. Bau die bitte dahin. Raus, rein. Zack. So, ich hoffe, das hilft so ein bisschen. Hier. Arbeiten auch noch alle? Die da hinten sind nicht ganz ausgelastet. Aber es ist okay. Du bist fleißig am Werkeln, machst auch nur 8,8 Pollution.
Hier ist also alles richtig eingestellt. Das könnte ich jetzt nochmal alles machen fürs Kupfer. Weil es sollte in der Rechnung am Ende weniger Pollution bei rauskommen. Und Stromverbrauch. Weil einer von denen macht 1,8. Ein paar davon arbeiten schon gar nicht mehr. Das ist auch sehr motivierend. So. Also 1,8. Und das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, der Dreier macht irgendwie 8, noch was Pollution, wenn er gut getrimmt ist. Und wir werden genauso viele Furnace brauchen. Also wirklich so viel ändern tut es vielleicht doch nicht. 22.000 Kupfer. Wo genau ist das eigentlich alles, das 22.000, wenn es nicht hier in den Kisten ist? Hier wahrscheinlich, hm? Nö. Oh, zum Geier ist das? Hier sind nur jeweils 200. Haben wir das eingelagert? Nö. Mir schwant übles. Irgendwo ist jetzt eine Kiste, hier unten wahrscheinlich. Eine Kiste mit richtig, richtig viel Kupfer. Die da? Jo. Gib das mal alles her, ich will die Roboter ein bisschen entlasten. Das schmeißen wir jetzt hier oben hin. Nimm, 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 nimm. Dahin. Zack, bitteschön. Und ich denke, ich kann jetzt die Forschung anschmeißen. Die Frage ist jetzt nur, welche? Roboter oder Schmelzöfen? Roboter kommen immer noch nicht klar. Ja, komm. Roboter. Roboter erforschen. Go. Dauert eine Weile. Aber dann dürfte es gut abgehen. Dann laufen wirklich alle Abläufe besser. Wir haben da weniger Problemchen. Das ist okay.